Das ist jetzt der Ultraschallsensor. Genau, an der Seite. Jetzt macht er es auch. Er stoppt jetzt, wenn er die Linie wieder gefunden hat. Dreht sich so lange, bis er die Linie wieder hat. Und verfolgt die dann praktisch wieder. Dann würde ich mir jetzt praktisch hier nochmal das Objekt hinstellen, wenn dann würde das auch vernünftig machen. Jetzt hat er auch wieder ein Problem. Das zeigt doch ganz